Hallo ihr Lieben! Wie wir alle wissen, hat das Hochwasser den Westen Deutschlands besonders hart getroffen. Teilweise sind dort Dörfer in kriegsähnlichen Zuständen zerstört worden. Leider müssen wir feststellen, dass die Behörden hier komplett versagt haben. Während wir 24 Stunden mit Corona in Angst und Schrecken versetzt werden, wurde die Bevölkerung in den Hochwassergebieten von einer tatsächlichen, lebensbedrohlichen Gefahr nicht gewarnt. Weder über die Medien, noch über Sirenen oder sonst irgendwie. Dutzende Menschen sind in den Fluten gestorben. Nun gut, Fehler können passieren, keine Frage. Was mir aber absolut unerklärlich ist, warum dürfen noch nicht einmal Feuerwehrmänner in den Katastrophengebieten helfen und werden abgeschoben? Ich komme gerade von einem Einsatz im Hochwassergebiet in Euskirchen und ich kriege hier immer mehr mit, was auf TikTok so erzählt wird mit die Feuerwehr tut nichts, die Feuerwehr macht nichts und ja, der Eindruck ist da, dass das glaube ich. Wir waren mit knapp 300 Leuten da. Wir sind von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen gerufen worden, um da zu helfen. Und tatsächlich standen wir die meiste Zeit rum. Wir wollten helfen. Aber wir durften nicht, weil uns der Ort, die Stadt, ich weiß nicht was es ist, Euskirchen, keinen Auftrag erteilt hat. Das ist einfach unfassbar. Doch es kommt noch schlimmer. Während Einsatzkräfte abgeschoben werden, gibt es Helden, die ehrenamtlich in den überfluteten Gebieten fahren, um dort zu helfen. Darunter werden sicherlich auch ein paar Neonazis und Querdenker dabei sein. Wobei es ja letztendlich egal ist, welcher Gesinnung ein Mensch angehört. Wer einen Menschen in der Not hilft, der tut etwas Gutes. Und was machen die Medien? Obwohl die Menschen auf jede Hilfe angewiesen sind, hetzen und spalten sie die Bevölkerung. So schreibt der Redaktionsleiter vom Monitor: Neonazis und Querdenker gerieren sich als Helfende in den Hochwassergebieten und gefährden dabei die Arbeit der wahren Helfer vor Ort. Eine alte Strategie von Rechtsextremen. Konsensfähige Themen besetzen, um in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Okay, Neonazis und Querdenker sollen die Situation ausnutzen, um sich in der Bevölkerung einzuschleimen. Wer aber tatsächlich aus der Not Kapital schlägt, ist die RTL-Mitarbeiterin Susanna Ohlen. Sie gibt an, in Bad Münstereifel mit angepackt zu haben. In diesem Video sehen wir Susanna Ohlen, wie sie sich schminkt und ihr Gesicht dreckig macht. Und nun schauen wir uns mal an, was RTL ausgestrahlt hat. Und gestern, ja, ich habe hier gestern auch tatsächlich mit angepackt. Ja, man versucht das zu retten, was noch da ist. Wir haben hier von morgens bis abends zum Beispiel die alten Pflastersteine irgendwie rausgekramt, weil die Menschen hier versuchen wollen, ihre historische Altstadt wieder aufzubauen. Aber wenn man denkt, es geht nicht noch schlimmer, dann kommt der SWR daher und setzt noch einen drauf. Der SWR fordert die Leute auf, nicht zu helfen. Ich habe nämlich schon gesehen, dass der SWR sowas gepostet hat vor ein paar Tagen, so von wegen, ja, der Landkreis sagt, bitte nicht einfach auf eigene Faust kommen. Aber die Leute hier vor Ort, die wünschen sich genau das, weil die hilflos sind. Deswegen hört auf so einen Scheiß einfach nicht. Wenn auch ihr nicht möchtet, dass die Gesellschaft durch Hetzmedien gespaltet wird, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns demonstrieren. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr.